Ich krieg dich, du selbstherrliches Schwein! Legen Sie sich nicht mit mir an, Detective. Schon gar nicht mit dieser Kanone. Ist eine 44er Magnum. Ich habe einen Kerl in einem Film damit schießen sehen. Sehr effektiv. Was hast du vor, Jared? Willst du deinen Partner erschießen? Wieso nicht? Sie haben ihren erschossen. Detective Santora wusste zu viel, nicht wahr? Von den Schmiergeldern, die Sie von den Dienern kassiert haben. Über Ihren privaten Heroinvorrat aus der Asservatenkammer. Sie sind süchtig, Detective. Ihr Partner ist dahinter gekommen, deshalb haben Sie ihn umgelegt. So wie ich dich auch umlegen werde. Du hast 6 Schüsse abgefeuert, du Trottel. Ja, ach, und übrigens, du hast recht mit Centaura. Wenn er nicht so übereifrig gewesen wäre, hätte ich ihn nicht wegpusten müssen. Hast du das auch schon mal im Film gesehen? Nein, aber ich habe das mal in einem Cartoon gesehen. Das war's. Noch ein Spiel, Joshua? Du bist am Zug, Bryce. Wie wär's mit einem Spiel von Mann zu Mann? Ich wusste, dass du kommst. Mann gegen Mann. Joshua? Da staunst du, was? Du hast gesagt, du wärst in der 8. Klasse. Ja, das war ich auch. Das ist aber lang her. Dein Dad hätte dir sagen sollen, dass du Fremden im Internet nie trauen sollst. Ich dachte, du wärst mein Freund. Ich bin mehr als das. Viel mehr als das, Kleiner. Ich bin dein Bruder. Nein, lass mich sofort los! Lass mich los! Was soll das denn? Gute Arbeit, Doyle. Vielleicht gibt's noch mehr korrupte Polizisten in Minnesota, die sie dingfest machen können. Hab noch nie erlebt, dass Polizisten so schnell kommen und gehen wie Sie, Doyle. Ich muss stets unentdeckt bleiben, Sir. Minneapolis kann froh sein, Sie zu bekommen. Danke. Ist das Ihre Familie? Ja, ich hoffe, dass ich die Fotos bald auf den neuesten Stand bringen kann. Sie haben sie lange nicht gesehen, hm? Nein, Sir. Hier ist die Einsatzzentrale, over. Ja, was gibt's? Uns wurde eine Entführung gemeldet. 13-jähriger Junge, wohnhaft in 439 Oakbrook Road. Kidnapping. Hier ist Detective Doyle, ich fahre zum Tatort. Was ist mit Minneapolis? Die müssen warten. Warum? Ich habe eine Schwäche für Kidnapping. Es gibt Pretender unter uns. Ich wurde meiner Familie geraubt. Nach 36 Stunden zeigt er schon mehr Talent als alle anderen. Wie viele Menschen sind tot durch das, was ich mir ausgedacht habe? Seit ich ausgebrochen bin, bin ich auf der Suche nach meiner Vergangenheit. Er ist ein Pretender. Ein Genie. Er kann sich in jede Person verwandeln, die er sein will. Das Center will ihn lebend haben. Wenn möglich. Er verteidigt die Schwachen und Missbrauchten. Das Leben ist ein Geschenk. Sie ein Arzt? Heute bin ich einer. Ich bin Detective Doyle. Um was geht's? Um das, Sir, was wir nicht haben. Nämlich Ihren Sohn. Bryce Banks. 13. Einser-Schüler, Captain des Schachtclubs. Seine Mama ist gestern Abend gegen 10 noch in seinem Zimmer gewesen und hat ihm einen Gute-Nacht-Kuss gegeben. Heute Morgen war er verschwunden. Sein Vater ist ein strenger Lehrer. Mama ist einfach nur Mutter. Sie ist ziemlich fertig. Ich will mir gar nicht ausmalen, was diese Leute jetzt durchmachen. Sie haben Jared entführt! Mein Sohn! Wo ist der? Wo ist der? Detective? Detective? Mhm. Doyle, haben Sie mir zugehört? Ja, habe ich.
Daddy, ich habe deine Nachricht erhalten. Ist alles in Ordnung? Engelchen, ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? Es geht um Brigitte. Oh. Hör zu, ich weiß, wie schwer es für dich war nach Thomas Tod. Dad, ich möchte einfach nur weitermachen. Genau, das will ich auch, weitermachen, dass meine Ehe funktioniert. Aber Brigitte, ich weiß nicht, was mit dir los ist. Ich meine, sie ist launisch, unberechenbar. Sie hat schon wieder eine andere Haarfarbe. Heute Morgen hat sie unter der Dusche geweint. Himmel nochmal. Daddy, ich weiß nicht, wie ich dir dabei helfen sollte. Nun, red mit ihr. Von Frau zu Frau gewinne ihr Vertrauen. Ich meine, finde heraus, was sie hat. Daddy, Brigitte und ich sind nicht gerade Busenfreundinnen. Engelchen, bitte. Sie gehört zur Familie. Der Junge ist ein Wunderkind. In Sachen Schach ist Bryce Banks der Michael Jordan auf dem Schachbrett. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Ich glaube nicht, dass Ihr Sohn entführt wurde, jedenfalls nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Keinerlei Hinweise auf einen Kampf und die einzigen Fingerabdrücke am offenen Fenster sind die Ihres Sohnes. Bryce würde nie weglaufen. Sind Sie sicher? Da ist etwas, habe ich recht? Den hat er zerschlagen, bevor er verschwunden ist. Er hat deswegen des Finales zerschmissen. Bryce sollte am Schachendspiel diesen Samstag teilnehmen. Aber er wollte mit seinen Freunden wegfahren und Phil hat es ihm verboten. Sie hatten Streit mit ihm. Ich habe mich totgeschuftet für den Jungen. Er hat es mir nie gedankt. Oh Gott. Es ist wahr. Bryce ist weg und wir wissen nicht, wohin. Kann das nicht warten? Als sie reinkamen und ihm gute Nacht sagen wollten, hat sich ihr Sohn da merkwürdig verhalten. Er war sehr enttäuscht, das merkte ich ihm an, weil er nicht mit seinen Freunden wegfahren konnte. Aber noch ehe ich rausging, saß er schon wieder an seinem Computer. Er hat mit jemandem namens Joshua E-Mails ausgetauscht. Sie wollten sich gestern Abend persönlich treffen, zum ersten Mal. Um Schach zu spielen. Könnte Joshua der Kidnapper sein? Das werden wir herausfinden. Es wurde gemeldet, dass hier um 11:55 eine Bombe explodiert wäre. Was ist mit dem Sprengstoff? Anscheinend wollte der Kidnapper alle Beweise vernichten. Er hat einen schnell entflammbaren Sprengstoff benutzt. Wie Napalm. Das sieht nach Overkill aus. Wieso hat er sich den Jungen nicht geschnappt und fertig? Gute Frage. Jetzt sind wir genauso schlau wie vorher. In den E-Mails hat der Kidnapper Bryce gebeten, sich hier mit ihm zu treffen. Woher kannten die beiden diesen Ort? Das Schachturnier. Ein großes Ereignis. An ihm nehmen Spieler aus dem ganzen Südwesten teil. Und es kann jeder dran teilnehmen? Ja. Vielleicht ist der Kerl ein fanatischer Schachfan oder sowas. Nein. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Sie lassen mich nie spielen, Mr. Raines. Das verstehe ich nicht. Wenn du der Beste in all deinen Fachgebieten bist, Gerald, werden die Leute von dir Notiz nehmen. Der Kidnapper will Bryce, weil er der Beste ist. Er will das überlegene Superhirn. Ja, Vater. Ja, Sir. Er wird soweit sein, wenn die Zeit reif ist. Was haben Sie mit mir vor? Ich werde dich unsterblich machen. Was ist das? Das ist für dich, Joshua. Ich will meine Mom und meinen Dad sehen. Ich sagte es dir schon, Joshua. Du hast jetzt einen neuen Vater. Mein Name ist Bryce. Dein Name ist Joshua! Du heißt so wie ich! Das nicht verstehen. Aber du wirst brillant sein. Du wirst es sehen. Wieso tun Sie mir das an? Weil du etwas Besonderes bist.
Meine Leute haben sich mit allen, die mit dem Schachturnier zu tun haben, unterhalten und sind so schlau wie vorher. Sie haben etwas übersehen. Das Turnier war der einzige Ort, wo der Kidnapper Bryce beim Spiel beobachten konnte. Der Junge ist ein Wunderkind. Die ultimative Trophäe. Da könnten Sie recht haben, Detective. Jared, das ist Samantha Waters, der Top-Profiler des FBI. Ich arbeite für VCTF hier in Atlanta. Gewaltverbrechen? Aber das ist eine Entführung. Nun, es könnte aber um mehr gehen, Detective. Um viel mehr. Der Modus operandi Ihres Kidnappers deckt sich mit dem eines Mannes, der Ende der 80er in Maryland und Virginia 8 Jungen entführt hat. Es gibt eindeutige Parallelen zu den vorangegangenen ungelösten Fällen. Die letzten 3 Jungen wurden 89 innerhalb einer Woche entführt. Michael Taylor, Theodore Reed und Harry Dunn. Alle Opfer waren zwischen 11 und 13 Jahre alt. Alle waren außergewöhnlich intelligent. Alle Spuren am Tatort wurden mit einem leicht brennbaren Sprengstoff vernichtet. Könnte unser Kerl sein. Hat man einen der Jungen wiedergefunden? 6 haben wir gefunden, aber sie waren ermordet worden. 2 von ihnen werden immer noch vermisst, Michael Taylor und Theodore Reed. Harry Dunn war der Letzte, der entführt wurde. Ihre Schlussfolgerung? Sam? Diese Kinder sind vielleicht überhaupt keine Trophäen. Sie sind vielleicht Objekte. Es scheint fast so, als würde der Kidnapper sie einem Test unterziehen und die Schwachen dabei aussortieren. Und dann im Wald vergraben. Haben Sie schon eine Spur von Bryce Banks? Die Spurensicherung hat einen Fußabdruck am vermeintlichen Tatort gefunden. Größe 12. Der tiefe Nach müsste 1,85 Meter groß und 200 Pfund schwer sein. Ich glaube nicht, dass der Kerl jemanden mit seiner Körpergröße einschüchtern will. Wahrscheinlich geht's eher um emotionale Kontrolle. Sein Codename ist Joshua. Er hat mit Bryce E-Mails ausgetauscht, bevor Bryce verschwunden ist. Also ich werde alles im Detail durchgehen und hoffentlich gelingt es mir, Ihnen ein genaueres Profil zu liefern. Darf ich Sie noch was fragen? Ja, sicher. Der letzte Junge, der gekidnappt wurde, der Junge auf dem Foto, wie lange wurde er festgehalten, bis er ermordet wurde? 72 Stunden, vielleicht weniger. Hallo? Bridget? Bridget! Die Frau ist ein Junkie. Was werden Sie Ihrem Vater sagen? Die Wahrheit. Was sonst? Ihr Wort wird gegen das von Brigitte stehen. Ich werde Beweise liefern. Wie wollen Sie das anstellen? Möchten Sie an? Die Sorte habe ich lange nicht mehr gesehen. Die schmecken sehr gut. Danke. Unsichtbar. Unsichtbar? So bezeichnet sich Bryce in seinen E-Mails. Sein Vater verlange so viel von ihm, dass er das Gefühl habe, er existiere gar nicht. Die anderen Opfer hatten ähnliche Beziehungen zu ihren Eltern. Insbesondere zu ihren Vätern. Sie hatten alle tiefe seelische Wunden erlitten durch ein gespanntes Verhältnis zu den Eltern. Sie waren alle emotional getrennt von ihnen. Verletzbar. Jared? Sie werden sich nie daran gewöhnen, das zu sehen. Viele Polizisten, die ich kenne, sind aus Selbstschutz abgestumpft. Ich wünschte, ich wüsste, wie das geht. Was ist das? So eine Art Steno oder was? Oh, das ist nichts. Es ist etwas, das ich mir als Kind ausgedacht habe, damit keine Unbefugten mein Tagebuch lesen konnten. Ich denke, dass auch Bryce seine Ruhe haben wollte. Aber sein Vater hat das nicht zugelassen. Also ich glaube, sein Vater wollte etwas aus ihm machen, was er nie war oder sein konnte. Ein Star. Das glaube ich nicht. Sie meinen, der Kidnapper war bei dem Turnier?
Das ist dummes Zeug. Philipp! Nein, ich werde nicht tatenlos zusehen, während die Polizei Phantome jagt. Er hat noch nicht mal eine Lösegeldforderung gestellt. Das tut er vielleicht auch nicht. Sie meinen ganz gleich, was wir machen. Dieser Mann wird meinen Sohn töten? Der Kidnapper hat vielleicht Ihren Sohn während des Turniers beobachtet. Können Sie sich an jemanden erinnern, der ein besonderes Interesse für Bryce gezeigt hat? Ein Lehrer, ein Tutor, irgendwer? Ich habe Bryce Schach gelehrt. Da war dieser Journalist. Er war beim ersten Turnier der Saison dabei. Mir fällt sein Name nicht mehr ein, aber ich erinnere mich, dass ich ihn seltsam fand. Seltsam inwiefern? Er sagte, er wollte einen Bericht über Bryce schreiben. Aber er hatte die City Finals noch nicht mal erreicht. Könnte der meinen Sohn entführt haben? Wir werden sehen, was wir rausfinden können. Ja, allmählich sollte was unternommen werden. Detective, bitte! So wie mein Mann sich benimmt, kann ich... Wir wissen, dass er sehr viel zu verkraften hat. Das ist keine Entschuldigung. Mein Sohn denkt, er sei unsichtbar für seinen Vater. Wir brauchen eine neue Chance, um das wieder gut zu machen. Bitte, bitte, finden Sie meinen Sohn. Irgendwas Neues? Bis jetzt noch nicht. George überprüft, ob es eine Verbindung zwischen Bryce und den anderen verschwundenen Jungen gibt. Schulen, Freunde und so weiter. Und abgesehen davon, dass sie alle in Mensa sein könnten, gibt's keine Verbindung. Wir gehen alles durch, aber es braucht seine Zeit. Ja, ich weiß. Alles okay? Ja, ich bin okay. Ich arbeite mit diesem Detective. Sein Name ist Doyle, Jared Doyle. Er ist gut, aber... Aber was? Ich weiß nicht, es ist... Ich bin müde. Es ist dieser Fall, diese Jungs. Sei vorsichtig, Sam. Bin ich. Bye-bye. Hallo? Ich muss verrückt sein. Nicht tun, aber manchmal muss eine Frau tun, was sie tun muss. 6 am Mittag. Es ist noch nicht mal 11 Uhr. Was ist? Schnell helfen Sie mir, hier passieren gespenstische Dinge. Blutz, wo sind Sie? Ich sitze im Badezimmer Ihres Vaters fest. Und hier geschehen Dinge, die am Arbeitsplatz nicht geschehen dürften, wenn Sie wissen, was ich meine. Wovon reden Sie da, Brutsch? Ich spreche von Brigitte, also... Du solltest das besser abwischen, sonst gibt's Flecken auf deiner Hose, weißt du? Oh, ich muss Schluss machen. Brutsch! Brutsch! Ich, es dürfte mir schwerfallen, das ohne dich zu Ende zu bringen. Wenn dein Mann uns in seinem Büro erwischt, ist das unser beider Ende. Der Reporter, den die Mutter von Bryce erwähnt hat, heißt Joshua Myers. Und wo liegt das Problem? Das Problem ist, die Zeitung, für die er schreiben wollte, gibt's gar nicht. So wie es hier aussieht, ist das auch nicht sein Beruf. Myers? Oh mein Gott. Wer immer das sein mag, er hat für Bryce Banks eine Art Schrein gebaut. Unser Mann? Aber wo ist der Junge?
Kidnapper wäre groß. Der Typ ist knapp 1,70. Wo ist der Junge? Sie kommen zu spät, er ist jetzt mein Bruder. Überall an den Wänden hängen Fotos von Bryce. Was haben Sie mit ihm gemacht? Sein Name ist Joshua. Und er ist jetzt mein Bruder. So, kleiner Bruder, sag mir deinen Namen. Mein Name ist Joshua. Joshua. Mein Name ist Joshua. Mein Name ist Joshua. Ich habe mir die Akten angesehen und ich vermute, dass es zwei Kidnapper gibt. Joshua Myers. Sein richtiger Name ist Theodore Reed. Einer der gekidnappten Jungen, die das FBI nie gefunden hat. Wie kann das möglich sein? Er ist erwachsen geworden. Mein Name ist Joshua. Mein Name ist Joshua. Mein Name ist Joshua. Mein Name ist Joshua. Mein Name ist Joshua! Mein Name ist Joshua! Mein Name ist Joshua! Joshua! Nun, ich habe gute Nachrichten und ich habe schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist, dass Brigitte viel fröhlicher ist. Und die schlechte Nachricht ist, dass Mr. Lyle der Grund dafür ist. Wovon reden Sie, Bruce? Ich rede von horizontalem Amüsement. Brigitte und mein Bruder? Bruce, sind Sie 100% sicher? Oh, warten Sie, ich meine mehr als 80, 82. Drogen, Lyle? Unfassbar. Das bricht meinem Vater das Herz. Sie waren ein Jahrzehnt verschwunden. Und jetzt kidnappen Sie wieder Kinder. Eine menschliche Pyramide. Der zweite Kidnapper könnte also der seit 10 Jahren vermisste andere Junge sein. Mike Taylor. Sie sagten, er wäre ein großer Mann. Richtig. Er nennt sich ebenfalls Joshua. Und Bryce wird auch Joshua genannt werden. Ein neuer Name von seinem neuen Vater. Eine Vaterfigur. Und das ist unsere Verbindung. Sie sind meine Brüder. Sie heißen Joshua. So wie ich. Wohin hast du den Jungen gebracht? Du hast mir alles andere erzählt. Warum sagst du mir nicht, wo er hingebracht wurde? Er kann es nicht sagen. Das kann Joshua nicht sagen. Sonst bringt er Joshua in den Wald. Und Joshua will nicht in den Wald gehen. Fragen Sie ihn nach dem Wald. Was ist in dem Wald? Sie zwei sind unheimlich. Das kann Joshua nicht sagen. Wieso kannst du es nicht sagen? Vater. Wer ist Vater? Bist du das? Dein Name ist nicht Joshua. Du heißt Theodore. Theodore Reed. Mein Name ist Joshua. Mein Name ist Joshua. Mein Name ist Joshua. Joshua will nicht in den Wald gehen. Wegen Vater? Alles für Vater. Alles für Vater. Alles für Vater. Wo ist Bryce? Alles für Vater. Wo ist Bryce? Alles für Vater. Wo ist Bryce? Alles für Vater. Alles für Vater. Alles für Vater. Alles für Vater. Das ist nicht jemand, der lügt. Es ist nicht so, dass er es uns nicht sagen will. Er kann nicht. So wie er ablockt, wenn ich ihm schwierige Fragen stelle. Das sind klassische Anzeichen für eine manipulierte Persönlichkeit. Ja, Gehirnwäsche. So gern wir glauben möchten, dass der CIA das während des Kalten Krieges perfektioniert hat, aber die Männer sind keine Produkte davon. Sie waren noch keine Männer, als sie damals entführt wurden. Wenn man ein Kind seines Zuhauses beraubt, dann verliert es irgendwann den Bezug zur Realität. Ohne eine Beziehung zu Menschen, die es liebt, ohne die Fürsorge, kann sein Wille ganz leicht manipuliert werden. Seine Loyalität wurde geändert. Sein Intellekt geschärft. Seine Persönlichkeit wurde so umgebaut, dass er nicht mehr weiß, wer er ist. Woher wissen Sie das alles? Sie werden mit Bryce das tun, was Sie mit allen gemacht haben. Eine Gehirnwäsche. Mhm. Wenn der Junge mitspielt. Und wenn er es nicht tut. In 26 Stunden könnte Bryce Banks für immer verloren sein. Die Zeit läuft dir davon.
Ja, ich weiß. Hör zu, wir müssen versuchen, eine andere Verbindung zwischen Banks und den anderen entführten Jungen zu finden. Vaterfiguren. Wir reden von Trainern, Lehrern und so. Auch Pastoren. All die, die eine Vaterrolle übernehmen könnten. Wir sind dran, Sam. Was macht Detective Doyle? Der ist für mich noch ein Rätsel. Du hast es geschafft, Jared. Du hast gewonnen. Heißt das, dass ich jetzt meine Mom und meinen Dad sehen darf? Wir haben dir das doch schon öfter erklärt. Wir sind jetzt deine Familie. Du hast uns heute alle ganz stolz gemacht. Ich fühle mich fast so wie dein Vater. Sam? Oh, hallo. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Wie haben Sie mich gefunden? Logan hat es mir gesagt. Oh. Darf ich? Ja, sicher. Verzeihen Sie. Kommen Sie. Kein Problem. Schon okay. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ein Polizeibeamter so leben würde. Ich bin sozusagen im Aufbruch. Ach so. Entschuldigen Sie die Unordnung. Schon gut. Geht mich ja nichts an. Das ist eine lange Geschichte. Oh. Also, was kann ich für Sie tun? Nun, mich würde nur eins interessieren, Detective Doyle. Was denn? Wieso lügen Sie? Ich hatte das Gefühl, dass Sie irgendwas an dem Fall persönlich betroffen macht. Und als ich mir das Video Ihrer Vernehmung von Joshua ansah, wusste ich es. Ich verstehe nicht. Ein Kind. Ein Kind, das von seiner Vergangenheit gefangen gehalten wird. Verloren, einsam, ängstlich. Bei allem nötigen Respekt. Ich bin nicht der, von dem Sie ein Profil erstellen sollen. Entschuldigen Sie, ist eine schlechte Angewohnheit von mir. Wer sind Sie, Jared? Wie meinen Sie das? Hören Sie, Sie essen Bonbons aus einem Spielzeugspender. Sie haben Ihr ganzes Leben vor sich ausgebreitet. Ein klassischer Fall einer verkorksten Kindheit. Nein, ich glaube, über Sie findet man nichts in einem Lehrbuch. Mein Leben hat mit diesem Fall nichts zu tun. Nun, das denke ich schon. Die Vernehmung hat... Die Vernehmung hat zu keinem Ergebnis geführt, weil Joshua Myers darauf programmiert ist, zu schweigen. Ende der Geschichte. Wissen Sie, meine Mutter starb, als ich noch klein war. Und mein Vater... Mein Vater war nie für mich da. Ich bin in der Familie meiner besten Freundin aufgewachsen. Sie hatten auch Pflegeeltern, habe ich recht. Pflegeeltern, Mann. Könnte sie wohl so bezeichnen. Wieso geht Ihnen der Fall persönlich so nahe? Sagen wir einfach, ich bin sehr engagiert. Aber vielleicht sind Sie Joshua ähnlicher, als Sie zugeben wollen. Ich habe alles so gemacht, wie Sie es befohlen haben. Ich verstehe. Ja, Sir. Ihr neuer Sohn ist fast bereit. Mein Name ist Joshua. Vater wird unwahrscheinlich stolz auf dich sein. Nein, Joshua, nein! Nein! Du enttäuschst mich, Joshua! Weißt du, was passiert, wenn Vater dich abweist? Du wirst in den Wald gehen und nie mehr zurückkehren! Nie mehr! Nie mehr! Fragen Sie, was Sie wollen. Ich verrate Ihnen nicht, wo der Junge ist. Was immer du sagst, Joshua. Ein Sohn sollte bei seinem Namen genannt werden. Vor allem, wenn er den Namen von seinem Vater bekommen hat. Er hat dir einen neuen Namen gegeben, ein ganz neues Leben. Er hat dich geliebt, wie dich dein eigener Vater nie geliebt hat. Aber er hat dich dazu gebracht, seinen Willen auszuführen. Und sein Wille war es, arme, unschuldige Kinder aus ihren Familien zu entführen. Nein. Bryce war unglücklich. Sein Vater hat ihn nicht geliebt. Sein neuer Vater tut das, mein Vater. Bevor man dich entführt hat aus deiner richtigen Familie, warst du da unglücklich? Ich wurde nicht entführt, ich wurde befreit. Vater hat uns niemals zu etwas gezwungen. Wir tun alles für Vater. Sicher, schließlich ist er der Vater. Ihr müsst tun, was er befiehlt. Ihr müsst ihm gehorchen. Ja. Auch wenn er euch sagt, geht in den Wald. Warum hast du so viel Angst vor dem Wald, Joshua? Weil all deine Brüder dort sind. Brüder? 8 von euch wurden entführt. Aber nur 2 wurden zu Joshua.
6 von ihnen starben im Wald. Aufhören! Hören Sie auf, mit mir zu reden! Wozu hat euch euer Vater im Wald gezwungen, Joshua? Joshua kann es nicht sagen. Vielleicht helfen diese Bilder, dich zu erinnern. Schau mal drauf. Ich will sie nicht sehen. Was ist damit, Joshua? Ich will sie nicht sehen. Nein, ich will sie nicht sehen. Vater hätte das nicht geschafft, also hat er von euch verlangt, ihnen im Wald das anzutun. Er hat verlangt, dass ihr sie umbringt, richtig? Schau dir die Fotos an, verdammt! Oh, perfektes Timing. Daddy, ich muss mit dir reden. Allein. Was? Das ist deine Familie. Wir haben keine Geheimnisse voreinander. Daddy, ich habe kurz... Miss Parker? Oh, entschuldigen Sie bitte. Dürfen wir Sie kurz draußen sprechen? Nachher. Es ist wichtig. Entschuldige mich, ich komme wieder. Was ist? Ich habe den Inhalt analysiert. Ich habe den Inhalt der Spritze analysiert. Es war Pergonal. Was zum Teufel ist das? Das ist ein Hormon. Fördert die Empfängnisbereitschaft. Empfängnisbereitschaft, sind Sie sicher? Brigitte wollte empfängnisbereit sein. Sie wollte schwanger werden. Aber von wem denn? Und Kyle und ich sind hier reingegangen, um zu feiern. Ich weiß, dass wir das nicht hätten tun sollen, aber es ist nun mal passiert. Ich war zu aufgeregt. Sie hat mir Champagner über die Hose gegossen. Ich musste ins Bad und Zitronen wischen. Hey, Engelchen. Du wolltest mir etwas sagen. Schon gut, Daddy. Ich muss gehen. Nein, warte eine Minute. Wir müssen dir was erzählen. Brigitte und ich werden einen kleinen Parker bekommen. Herzlichen Glückwunsch, Miss P. Sie werden einen kleinen Bruder bekommen oder eine Schwester. Oh, das ist fantastisch. Es hat sich herausgestellt, ihr Verhalten, ihre Stimmungsschwankungen hatten etwas zu tun mit den Fruchtbarkeitsmedikamenten, den Hormonen und sowas. Das ist wirklich eine Überraschung. Ja, ein wirklich glücklicher Tag für die Familie. Oh, kommen Sie, seien Sie kein Miesmacher. Wahrhaftig, ein glücklicher Tag. Los, los, los! Der Wald! Der Wald! Wollen wir hin? Wir machen einen Spaziergang im Wald. Hallo, Joshua. Wer sind Sie? Ich bin der Vater. Bin dein Vater. Keine Angst, Bryce. Ich bin hier, um dich zu befreien. Weg mit dem Messer! Weg mit dem Messer! Nein, nein, ihr versteht das. Nein, Sie verstehen hier nichts. Ihr Vater, er ist mein Sohn. Ich bin Abraham. Ach, ich was Sie nicht sagen. Ich muss ihn befreien. Nein! Loslassen! Nein! Nein! Keine Morde mehr! Okay, Jared, wir haben ihn! Alles klar! Jared! Nein, nein! Alles für Vater! Alles für Vater! Lass mich los! Alles okay! Alles wird gut! Alles wird gut! Alles okay! Alles ist okay! Detective, wir danken Ihnen vielmals, dass wir eine zweite Chance mit unserem Sohn kriegen. Wie geht's Ihrem Mann?
Ich glaube, er mag nicht, was mit dem Jungen los ist. Aber ich weiß, dass ich alles tun werde, um unserem Sohn zu zeigen, dass es mehr im Leben gibt, als beim Schach zu gewinnen. Sein Name ist Dr. Samson Dane. Er war Kinderpsychologe. Er hat früher schwer erziehbare Kinder behandelt. Der Mann hat seinen Einfluss genutzt, um die Kinder von ihren Familien wegzulocken. Sein eigener Sohn starb an einem genetischen Defekt. Ich vermute, sein Name war Joshua. In all den Jahren hat er versucht, wieder eine Familie aufzubauen. Man wird sie in die Psychiatrie einweisen. Mit Glück werden die 2D programmiert. Was ist mit ihren Eltern? Sie werden sie heute besuchen. 10 Jahre sind eine lange Zeit. Ein Kind vergisst nie die Menschen, die es lieben. Also dann. Nein, bitte warten Sie. Das hätte ich fast vergessen. Ein Geschenk für Sie. Oh, für mich? Danke. Für das Kind in Ihnen.